Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück hier auf meinem kleinen Technik-Kanal. Ich möchte euch heute mal zeigen, wie ihr das schöne Pixel 6 oder auch das Pixel 6 Pro von Google in die Werkseinstellungen zurücksetzen könnt. Und zwar insbesondere dann, wenn ihr keinen Zugriff mehr auf die Android-Systemeinstellungen habt, sei es zum Beispiel, weil das Telefon in einer Bootschleife festhängt, weil es sich nicht mehr starten lässt, weil ihr den PIN oder das Muster vergessen habt. Oder aus sonstigen Gründen, wie gesagt, nicht mehr ins Android-System reinkommt, dann gibt es noch den sogenannten Hard Reset, den wir ausführen können. Und genau diese Methode möchte ich euch heute mal zeigen. Bevor ihr loslegt, stellt bitte auf jeden Fall sicher, dass ihr sämtliche Daten, sofern vorhanden, auf diesem Telefon gesichert habt, also auf ein Drittgerät oder auf einen anderen Datenträger runtergezogen habt, ob das Fotos, E-Mails oder sonst was ist, denn bei dem, was wir jetzt hier im Begriff sind zu tun, gehen euch wirklich sämtliche auf diesem Gerät gespeicherte Daten abhanden. Zuallererst schalten wir unser Pixel 6 mal auf die ganz normale Art und Weise aus. Wenn ihr das nicht ausschalten könnt, weil es zum Beispiel in einer Bootschleife festhängt, dann lasst es ausgehen, indem ihr ganz einfach über einige Stunden, maximal einige Tage, den Akku leer saugen lasst. Dann ist das Gerät ausgeschaltet, wie jetzt hier. Und wir können das jetzt im Recovery-Modus starten. Und zwar nicht, indem wir die Power-Taste gedrückt halten, wie wir das normalerweise tun, sondern indem wir die Lautstärke-Runter-Taste und die Power-Taste gleichzeitig gedrückt halten. Das tun wir einige Sekunden und landen dann auf diesem Bildschirm hier. Ab hier dienen uns jetzt übrigens die Lautstärke-Tasten an der Seite des Telefons als Navigation und die Power-Taste als Auswahl, also als OK-Taste. Deswegen drücken wir jetzt mal die Lautstärke-Taste nach unten, bis wir hier den Recovery-Modus sehen. Den wählen wir jetzt mit der Power-Taste aus. Dann sehen wir gleich ein kleines Android-Männchen auf dem Bildschirm stehen oder vielmehr liegen, genau hier ist es. Seid ihr auf diesem Bildschirm angekommen, haltet ihr die Power-Taste gedrückt und drückt dann dazu die Lautstärke nach oben-Taste kurz. Dann landet ihr nämlich hier. Das sind jetzt die Android-Wiederherstellungsoptionen und auch hier können wir mit den Lautstärke-Tasten nach unten runtergehen. Und zwar zum Menüpunkt Wipe, Data und Factory Reset, genau diesen hier. Den wählt ihr wie gerade auch schon mit der Power-Taste aus. Dann bekommen wir noch eine Warnung, dass jetzt sämtliche Daten auf dem Gerät gelöscht werden. Ich sagte euch ja eingangs auch, dass ihr deswegen auf jeden Fall bitte ein Backup eurer Daten erstellt habt. Und wir gehen mit den Lautstärke-Tasten jetzt nochmal einen runter auf Factory Data Reset, um das Ganze zu bestätigen, nochmal mit der Power-Taste. Und dann läuft das Ganze auch schon durch. Der Speicher wird geleert und das war es im Grunde genommen schon. Es sollte jetzt oben der Menüpunkt Reboot System Now ausgewählt sein. Wenn er das nicht ist, könnt ihr den wie gesagt wieder mit den Lautstärke-Tasten erreichen. Und anschließend drückt ihr noch einmal letztmalig die Power-Taste, um den Reboot, also den Neustart auszuführen. Dann startet euer Pixel 6 wieder, wie als ob ihr das gerade aus dem Karton genommen hättet. Zur Ersteinrichtung jetzt mit eurem Google-Account und so weiter. Ja, das soll es erstmal dazu gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen, euer Pixel 6 oder auch das 6 Pro zurück in den Werkzustand zu bekommen. Für weitere Infovideos zu diesem, aber auch weiteren Geräten, schaut gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Ich bin jetzt erstmal raus, wünsche euch einen schönen Tag, eine gute Nacht, was auch immer ihr gerade so Feines treibt und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!